Der automatische Informationsaustausch hat zum Ziel, die grenzüberschreitende Steuerhinterziehung zu bekämpfen. Zu diesem Zweck tauschen Steuerbehörden verschiedener Länder regelmäßig Daten aus. Die OECD, also die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, sowie die Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer, G20, haben in einem Standard festgelegt, wie der automatische Informationsaustausch erfolgen soll. Die meisten Staaten und alle wichtigen Finanzzentren haben sich verpflichtet, den Standard zu übernehmen. Kathrin Chamartin, wie funktioniert eigentlich der automatische Informationsaustausch? Wenn ich das Beispiel der Schweiz nehme, also Finanzinstitute in der Schweiz, zum Beispiel Banken oder Versicherungen, werden Daten über ihre Kunden sammeln, die eine steuerliche Ansässigkeit im Ausland haben und diese dann einmal pro Jahr an die eidgenössische Steuerverwaltung übermitteln. Und diese wird sie dann an die Partnerstaaten übermitteln, mit denen die Schweiz den automatischen Informationsaustausch vereinbart hat. Und welche Informationen werden dann ausgetauscht? Also einerseits Informationen zum Steuerpflichtigen, also Name, Adresse, Geburtsdatum, Steueridentifikationsnummer. Andererseits Angaben zum Finanzinstitut, wo sich das Konto befindet. Und drittens Angaben über das Konto selber, also die Kontonummer, der Saldo des Kontos, aber auch zu den Einkünften, die während des Jahres generiert wurden, zum Beispiel Zinsen oder Dividenden. Und ab wann könnte die Schweiz dann diesen Standard umsetzen? Es ist vorgesehen, dass Finanzinstitute in der Schweiz 2017 anfangen, Daten zu sammeln und dass 2018 erster Austausch stattfindet. Und warum ist es jetzt gut und tut die Schweiz gut daran, an diesem globalen Standard mitzumachen? Es handelt sich eben um einen globalen Standard, der von der G20 und der OECD verabschiedet worden ist. Und es ist ein wichtiges Instrument zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Steuerbetrug und der Steuerhinterziehung. Und was heißt das für Schweizer mit einem Konto in der Schweiz? Ändert für die etwas? Also für diese ändert sich nichts. Also ein Steuerpflichtiger in der Schweiz mit einem Konto in der Schweiz fällt nicht in den Anwendungsbereich des automatischen Informationsaustausches.